Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um ein bestimmtes Thema gehen in der Fotografie, nämlich die Langzeitbelichtung am Tag. Und ich will heute einfach mal so ein bisschen meinen Workflow erklären, ein bisschen zeigen, wie ich an dieses Thema rangehe, wenn ich am Tag Langzeitbelichtung machen möchte, welche Bedingungen dafür optimal sind, wie die Kameraeinstellungen sind. Und ja, ich hoffe, dass ich dann heute auch parallel dazu ein paar gute Bilder bekomme. Deswegen viel Spaß mit diesem Video. Also, was braucht ihr für eine Langzeitbelichtung am Tag? Das Offensichtlichste erstmal vorneweg, natürlich ein Stativ. Ja, Langzeitbelichtung aus der Hand funktioniert weder am Tag noch bei Nacht. Also Stativ auf jeden Fall ist ein Muss. Dann natürlich die richtigen Filter. Das sind dann die sogenannten ND-Filter, Neutral Density Filter. Das ist dann quasi wie eine Sonnenbrille für eure Kamera sozusagen. Dadurch trifft dann eben weniger Licht auf den Kamerasensor und man kann am Tag dann länger belichten. Hier gibt es dann verschiedene Arten. Ich gehe jetzt heute mal auf die ein, die ich selbst auch benutze. Das ist einmal der ND64-Filter und ein ND1000-Filter. Die Zahl heißt, dass je höher sie ist, desto weniger Licht eben auf den Sensor fällt. Da gibt es dann eine Übersetzungstabelle quasi, die die Zahl in F-Stops dann angibt, also in die Blendenstufen, die man abdunkelt durch diesen Filter. Das wäre dann bei einem ND64-Filter wären das 6 Blendenstufen. Bei einem ND1000-Filter wären es 10 Blendenstufen und dementsprechend kann man dann länger belichten. So, während meine Kamera das erste Bild macht, gehe ich mal ein bisschen mehr auf die Einstellungen drauf ein, die man ja anwenden sollte bei der Langzeitbelichtung am Tag, wenn man mit den Filtern fotografiert. Vielleicht aber erstmal kurz zu meinem Motiv. Ich fotografiere hier hochkant und hier sind so diese schönen Felsformationen auf dem Weg und die habe ich jetzt einfach bei 16 mm direkt im Vordergrund und den Weg dann noch quasi hier als Leading Line ins Bild rein und das obere Drittel des Bildes zeigen dann die Wolken quasi, die jetzt bei der Langzeitbelichtung natürlich schön weiterziehen werden. Einstellungstechnisch bin ich bei ISO 50, bei einer Blende von F14. Und bei einer Belichtungszeit dann mit einem ND1000-Filter, den habe ich jetzt drauf, komme ich auf eine Belichtungszeit von 2,5 Minuten. Ich habe zusätzlich noch einen Grauverlaufsfilter auf die Kamera, auf das Objektiv mit drauf gemacht, weil der Himmel jetzt doch schon deutlich heller ist als mein Vordergrund. Und da ich natürlich den Vordergrund nicht unterbelichten möchte und den Himmel eben auch dementsprechend nicht überbelichten möchte, hilft mir dann hier der Grauverlaufsfilter, dass das Bild von der Belichtung her sehr ausgewogen ist.
ein kleiner oder eher großer Ortswechsel und auch Zeitwechsel später, also es ist jetzt genau einen Monat später als der erste Part von dem Video hier, kommen wir zum wahrscheinlich letzten Punkt, was man bei der Langzeitbelichtung am Tag beachten sollte, gerade wenn man Wolken nämlich fotografiert und Langzeitbelichtung von Wolken macht. Und zwar sollten die nach Möglichkeit entweder auf einen zuziehen oder von einem wegziehen, damit man einfach diese Wolkenzieher, die man dann erhält durch die Langzeitbelichtung, dass man die dann als Leading Line quasi im Bild drin hat. Und genau das ist nämlich auch der Grund, warum ich das Video nicht auf dem Roten Fels fertig gedreht habe, weil da nämlich blöderweise von der Wetterlage her so war, dass die Wolken nicht aus Südwesten auf mich zugezogen sind, wie sie es normalerweise tun, also Hauptwindrichtung ist ja meistens aus Südwest, sondern sie an diesem Tag blöderweise dann aus Norden bzw. Nordwesten kamen und das war dann halt quasi so im 90-Grad-Winkel zu meinem Blickpunkt. Und das sieht einfach nicht so gut aus. Und deswegen bin ich jetzt dann gerade am Donnersberg, und zwar bei Dannenfels, mit einem schönen rechts und links schönen Rapsfelder. Das ist jetzt der Vorteil, dass es ein bisschen später ist, weil die Rapsfelder blühen jetzt und die Bäume werden auch langsam schon grün. Und jetzt hier, wie gesagt, schön mit zwei Rapsfeldern, einem Weg als Leading Line zum Donnersberg hin. Und dann jetzt hoffentlich, die Kamera macht gerade das Bild, mit den Wolken auch noch schön, mit den Wolkenziehern als Leading Line noch parallel dazu. Und das sollte eigentlich am Ende relativ cool aussehen. Bin ich mal sehr gespannt jetzt. Ja, die Wolken sind heute perfekt gezogen. Allerdings habe ich jetzt nur das Problem, dass ich leider Richtung Sonne fotografieren musste und die Wolkendecke nicht dicht genug ist oder dick genug ist, um es mal so auszudrücken, dass die Sonne richtig gut geblockt ist. Ergo, perfekte Wolkenzieher, also gefällt mir wirklich sehr gut. Aber durch die Wolkenlücken dann sind diese halt überbelichtet, weil man es auch einfach nicht durch noch mehr Filter quasi nicht rausbekommt. Es ist schwierig, bei Langzeitbelichtung am Tag perfekte Bilder hinzubekommen, wenn es nicht wirklich komplett super krass bewölkt ist einfach. Was man halt nämlich eben auch vermeiden will oder vermeiden sollte, sind einfach zu viele Filter vor das Objektiv zu packen, weil man dann halt eben durch zu viel Glas durchfotografieren muss. Und durch je mehr Glas man hindurch fotografiert, desto stärker nimmt die Bildqualität eben auch ab. Aber gut, ihr habt jetzt mal einen Eindruck bekommen, wie es so abläuft, wenn man Langzeitbelichtung am Tag dann eben aufnehmen möchte, gerade bei Wolkenziehern. Jetzt ein bisschen später im Jahr jetzt, wahrscheinlich auch ein bisschen später im Frühling, versuche ich dann nochmal ein Video zu machen zur Langzeitbelichtung bei Wasserfällen gerade, weil da kann man es nämlich auch sehr schön machen. Und da das dann im Wald ist, hat man auch nicht das Problem, dass der Himmel dann überbelichtet ist. Also da sollten die Bilder dann etwas geplanter, besser dabei herauskommen. So, damit bin ich jetzt auch am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt meinem Kanal gerne ein Abo und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.